Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil des Kingdom Hearts Tagebuchs, wo wir uns die Einträge angucken, die wir jetzt momentan so im Tagebuch haben, nachdem wir jetzt Traverse soweit abgeschlossen haben, den ersten Boss besiegt haben und ja, das Ganze so ein bisschen vom Let's Play abgetrennt machen. Ich denke, das werde ich auch so beibehalten, damit einfach die Leute, die das Tagebuch nicht so interessiert, ist ja auch einfach viel vorlesen, viel nur ein bisschen angucken, Hintergrundinfo und sowas, machen wir das einfach so ein bisschen abgetrennt. Jeder, der die volle Packung des Spiels will, kann sie sich gerne holen. Für alle anderen bleibt das so ein bisschen optional und gilt natürlich so auch nicht als eigener Part. Das wäre jetzt ein bisschen sinnlos sonst. So, wir gucken uns als erstes mal die Handlung an und schauen doch mal uns Soras Geschichte an. Geboren auf einem kleinen Eiland, baut er zusammen mit seinen Freunden Kairi und Rico ein Floß, um die weite Welt zu erkunden. Eines Tages trifft er auf eine mysteriöse Gestalt, die von der anderen Seite der Tür gekommen war. In dieser Nacht nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ein schwarzer Ball hüllt die Insel in Dunkelheit ein, in der zuerst Rico und dann auch Kairi vor Soras Augen verschwinden. Sora hält plötzlich ein mysteriöses Schwert in Form eines Schlüssels in der Hand, mit dem er wacker gegen die Mächte des Dunklen kämpft, bevor die Insel vollends von der Dunkelheit eingenommen wird. Zur selben Zeit herrscht im Disney-Schloss große Aufruhr. König Mickey ist fort und Donald und Goofy begeben sich auf die Suche nach ihm. Ein Brief des Königs ist ihr einziger Hinweis. Sora erwacht in einer ihm unbekannten Stadt. Es ist die Stadt Traverse, in der er auf Leon, Eris und Yuffie trifft, die Nachforschungen zu den Herzlosen anstellen, deren Untaten die Welten in Angst und Schrecken versetzen. Von ihnen erfährt er, dass sein Schwert der Schlüssel zu allem ist. Mit Donald und Goofy begibt sich Sora auf ein Abenteuer voller Gefahren. Ja, und damit wissen wir jetzt, wo unser momentaner Storystand ist. Und mal so nebenbei, hat sich bestimmt noch keiner denken können, Mickey ist tatsächlich der König von Schloss Disney. Wer hätte damit gerechnet? So, damit springen wir als nächstes zu den Charakteren. Drei Seiten voll Charaktere erwarten uns. Aber keine Sorge, das wird nicht jedes Mal so viel sein. Nur jetzt natürlich, weil wir jetzt alle Charaktere bis zu diesem Zeitpunkt hier drin stehen haben. Und ich würde sagen, wir legen los mit Sora. Sora, ein fröhlicher, aufgeweckter Junge, der sich auf die Suche nach Kairi begibt, nachdem die Herzlosen seine Heimat überfielen. Rico wird hier einfach mal vollends vergessen. Das mysteriöse Schlüsselschwert zur Hand, dessen Geheimnis noch ungelüftet ist, kämpft er wacker gegen die dunkle Macht der Herzlosen, an, die ihm auf seiner Reise in die Ungewissheit den Weg versperren. Und natürlich wollen wir einmal das Charakterporträt drehen, beziehungsweise das Charaktermodel. So eher. So, Rico, der gerade voll vergessen wurde in dem Text. Rico wohnte ebenfalls auf der Insel des Schicksals und war ein Freund und Rivale Soras. Ich finde es nicht schön, dass hier wahr steht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass diese Szene, in der man ja sieht, dass Rico irgendwo, wo ganz viel Wasser ist, noch gerade rumrennt, nur im Final Mix enthalten ist. Er suchte stets das Abenteuer, denn das öde Leben auf der Insel langweilte ihn. Zusammen mit Sora und den anderen, in diesem Fall Kairi, die hier nur noch den anderen ist, baute er ein Floß, um die weite Welt zu erkunden. Seit dem Untergang der Insel fehlt von ihm jede Spur. So. Und auch Rikus Character Model wird natürlich einmal gedreht und ruckelt so ein bisschen gerade. Was sonst ist alles gut. So, Kairi, mal gucken, wer dieses Mal nicht erwähnt wird. Kairi lebte zusammen mit Sora und Rico auf der Insel des Schicksals. Wow! In Kairis Eintritt stehen sie. In Kairis Eintrag stehen sie einfach mal alle drei drin. Wow, schön. Zu dritt bauten sie ein Floß, das ihr Abenteuer ins Ungewisse einläuten sollte. Ein gewisses Unbehagen schien sie jedoch kurz vor der Reise zu plagen. Nach dem Untergang der Insel fehlt auch von ihr jede Spur, obwohl der schwache Lichtschimmer in ihrem Herzen Sora... Obwohl der schwache Lichtschimmer in ihrem Herzen Sora zu ihr führen wird? Obwohl zu schreiben ist so gemein an dieser Stelle. Da kann man sich ja als armer, hilfloser Let's Player nur verlesen. So, natürlich wird auch gute Kairi einmal gedreht. So, und wir haben den König Mickey. König Mickey, König auf Schloss Disney.
spürte die böse Macht, die von der hereinbrechenden Dunkelheit ausgeht, und brach auf, um Nachforschungen anzustellen. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Er scheint das Geheimnis des Schlüssels zu kennen und beauftragte Donald und Goofy, den Meister des Schlüssels zu finden. Und da uns natürlich völlig unbekannt ist, wie König Mickey wohl aussehen könnte, gibt's hier natürlich auch kein Charakterporträt und auch kein Model von ihm. Ganz anders ist das aber bei Donald Duck, Hofzauberer im Dienste des Königs. Erfahren im Umgang mit Magie, aber oft unbeherrscht und stur. Er und Goofy sind im Gummijet auf der Suche nach König Mickey und begleiten Sora, den Meister des Schlüsselschwerts, wie König Mickey es befohlen hatte. Und hier sehen wir jetzt auch immer bei den Disney-Charaktern den ersten Auftritt, den dieser Charakter eben entsprechend hatte. Und bei Donald ist das eben der Disney-Film, oder beziehungsweise der Disney-Kurzfilm, Die kluge kleine Henne. Und da haben wir den Donald. Auch der wird natürlich einmal gedreht. So, und dann haben wir Goofy. Dass wir natürlich bei König Mickey jetzt noch keinen Eintrag haben, versteht sich sicherlich von selbst. Schließlich wissen wir ja gar nicht, wie König Mickey aussieht. Wir würden ihn also gar nicht erkennen, wenn wir uns den ersten Mickey-Maus-Film angucken würden. Dafür gucken wir uns jetzt aber Goofy an. Hauptmann der Ritter am Hofe. Ein friedlicher Geselle, der nur ungern kämpft. Gemäß seines Ritterkodex steht bei ihm die Treue zu seinem König an erster Stelle. Ist mit Donald im Gummijet unterwegs, um König Mickey zu suchen. Den Befehl seines Königs befolgend, schloss er sich dem Meister des Schlüsselschwerts an, um so seinen König zu finden. Und Goofys erster Auftritt war in 2 Wochen Ferien. Huch! Fast vergessen, Goofy zu drehen. Da drehen wir einmal den Goofy. So. Und dann gucken wir uns Minnie Maus an. Minnie Maus, Königin auf Schloss Disney und Herrscherin in Mickeys Abwesenheit. Sie bat mich, Jiminy Grille, Donald und Goofy als Chronist zu begleiten. Ja, das Tagebuch ist quasi immer aus Sicht von Jiminy geschrieben, wie wir hier jetzt unschwer erkennen können. Der, das Ganze eben für uns alles festhält. Sie macht sich große Sorgen um König Mickey und hofft, dass ihm nichts passiert. Und Minnies Auftritt war das erste Mal in Mickeys Überraschungsparty. Und selbstverständlich wird auch die Minnie nicht gedreht, weil wir Minnie nicht drehen können. Ist ja mal voll sexistisch, dass wir Minnie nicht drehen können. Das ist voll nicht in Ordnung. Da haben wir auch Daisy Duck. Einfach weiter. Wir werden diesen puren Akt von Frauenverachtung aufgrund der Tatsache, dass wir Minnie nicht drehen können, einfach überspielen, indem wir uns Daisy Duck angucken. Donalds Freundin. Sie hilft Minnie, während die anderen nach König Mickey suchen. Donald würde alles für sie tun, nur sie kann diesen Hitzkopf abkühlen. Und ihr erster Auftritt war in Ein Tänzchen mit Daisy. Ach, okay. Und Daisy können wir jetzt aber wieder drehen. Das heißt, das ist nicht nur einfach so, dass sich die Frauen hier nicht drehen lassen, was eh schon Quatsch wäre, weil wir gerade auffüllen, wir haben ja Kairi auch schon gedreht, sondern das ist quasi schon Majestätsbeleidigung, weil wir nur Minnie nicht drehen können. Das wollte ich gerade mal nachgucken, aber es geht einfach tatsächlich nicht. Pluto. Mickeys treuer Hund, der mit seinem Herrn durch dick und dünn geht. Pluto ist mit den anderen unterwegs, um Mickey zu suchen. Ob er mit seinem berühmten Spürnase seinen Herrn finden kann? Plutos erster Auftritt in Pluto Junior. Und da haben wir ihn. Den Pluto. Und natürlich dürfen auch Chip, einer der Techniker bei Hof. Er hilft, den Gummijet zu warten, der überall hinfliegen kann. Chip ist pfiffiger und ernsthafter als sein etwas begriffsstutziger und verspielter Partner Chap. Bekannt aus Chip und Chap auf hoher See. Das ist erstmals aufgetreten in Chip und Chap auf hoher See. Oh, wie das Schwänzchen wackelt. Wobei er gerade so ein bisschen ein derpiges Gesicht hat. Der gute, pfiffige Chip. So, und natürlich haben wir auch Chap. Techniker im Wartungsteam für Gummijets, mit denen man zu jedem Ort fliegen kann. Verglichen mit dem ernsthaften Chip geht Chap locker an alles heran. Und natürlich hat auch Chap seinen ersten Auftritt in Chip und Chap auf hoher See. Und natürlich wird auch Chap von uns gedreht und da geht ebenfalls das Schwänzchen.
Sekunden ein bisschen wackeligen Animation. So, und da haben wir Tick. Tick, einer von Donalds drei Neffen. Tick ist der Anführer, der Trick und Track so sagt, wo es lang geht. Man erkennt ihn an seiner roten Mütze, wenn man nicht wie ich ständig vergisst, dass er der mit der roten Mütze ist. Erster Auftritt in Kurzbesuch bei Onkel Donald. So, da drehen wir einmal den Tick. Und dann gucken wir uns auch den Trick an. Einer von Donalds drei Neffen. Er ist ein Spaßvogel und trägt eine blaue Mütze. Lebt mit seinen Brüdern im Itemladen der Stadt Traverse und ist auch zuerst in Kurzbesuch bei Onkel Donald aufgetreten. Und wird natürlich auch von uns gedreht. Wie sich das gehört. Und dann haben wir natürlich auch noch Track. Einer von Donalds drei Neffen. Wohnt mit seinen Brüdern im Itemladen der Stadt Traverse. Gutmütig und unbekümmert, aber aufmerksam. An seiner grünen Mütze ist er leicht zu erkennen. Wenn man nicht, ja, das hatten wir eben schon. Ebenfalls erster Auftritt in Kurzbesuch bei Onkel Donald. Und natürlich wird auch Track gedreht. So, dann haben wir die Besen. Zauberbesen, die ein Eigenleben führen. Sie machen sauber, halten den Gummijet in Schuss, erledigen Reparaturen und helfen im Haus. Sie sind sehr nützlich und haben ihren ersten Auftritt in Der Zauberlehrling. Ja, die guten alten Besen, wer kennt sie nicht? Und jetzt geht's los mit den ersten Final Fantasy Charakteren. Und wir haben hier Leon. Sein wahrer Name ist Squall Leonhard. Ein kühner Kämpfer, der die wuchtige Gunblade sein eigen nennt. Floh in die Stadt Traverse, nachdem die Herzlosen seine Heimat zerstörten, und nennt sich seitdem Leon, um sich von seiner Vergangenheit zu trennen. Auf der Spur der Herzlosen traf er auf König Mickey, der seinerseits das Geheimnis des Schlüssels zu lüften versuchte, und hat seinen ersten Auftritt in der Chronik von Final Fantasy 8. Und wird natürlich ebenfalls einmal ganz lässig und cool von uns gedreht. So, und dann haben wir die Yuffie. Suchte ebenfalls in der Stadt Traverse Zuflucht, nachdem die Herzlosen ihre Heimat in Schutt und Asche legten. Stets gut gelaunt und fröhlich, lässt sie sich nie unterkriegen. Mit Aeris und Leon ist sie dem Rätsel des Schlüssels auf der Spur und stammt aus Final Fantasy 7. Und wird ebenfalls hier ganz lässig einmal gedreht. Und dann haben wir hier Aeris. Als kleines Kind flüchtete sie in die Stadt Traverse. Hinter ihrer Gelassenheit verbirgt sich ein starker Wille und sie scheint von einer geheimnisvollen Prädestination geleitet zu werden. Ha, ich bin nicht über das Wort gestolpert. Mit der sie eine mysteriöse Anziehungskraft auf die anderen auszuüben scheint. Mit Yuffie und Leon untersucht sie das Geheimnis der Herzlosen und des Schlüssels und stammt aus Final Fantasy 7. Es ist nicht die Aeris, die ich kenne. Irgendwie fehlt da das Schwert, das ihr durch den Bauch gerammt wird. Also eigentlich ja durch den Rücken, aber es kommt ja auf der anderen Seite wieder raus. Und hier haben wir Cid. Cid ist in der Stadt Traverse ansässig und stolzer Besitzer eines Accessoireladens. Er ist nicht nur ein kompetenter Ingenieur, sondern auch ein begnadeter Pilot. Gummijets sind seine Spezialität. So ist es nicht verwunderlich, dass er mit einem selbstgebastelten Jet den Herzlosen entfloh und in der Stadt Traverse Zuflucht suchte. Und auch Cid, also dieser Cid zumindest, hat seinen ersten Auftritt in Final Fantasy 7. Und wird natürlich einmal gedreht. Natürlich erzähle ich zumindest den Final Fantasy Fans unter euch nichts Neues, wenn ich sage, es gab in der Geschichte von Final Fantasy schon so den ein oder anderen Cid bisher. Und damit hätten wir jetzt unsere alten, bekannten Freunde von der Insel, von denen wir gar nicht wissen, ob die noch leben oder nicht oder überhaupt und sowieso. Aber auf jeden Fall haben wir hier als erstes Tidus. Ein Junge mit gesundem Selbstvertrauen, der vor Energie nur so strotzte. Okay, Vergangenheitsform, Tidus ist tot. Sah sich meist in allem überlegen. Auch er gilt als verschollen, nachdem die Insel des Schicksals in der dunklen Macht der Dunkelheit verschwand und stammt aus Final Fantasy X. Wo er natürlich etwas älter ist als dieser Tidus hier. Und trotzdem lassen wir uns nicht davon abhalten, Tidus hier einmal zu drehen. Okay. Das Spiel sagt, er ist verschollen. Jiminy weiß das aus irgendeinem Grund. Woher kennt Jiminy die drei überhaupt?
Wahrscheinlich aus Erzählungen von Zora. Er hat die Erzählungen von Zora niedergeschrieben und hat gleich noch 3D-Modelle der drei skizziert. So auch von Selfie. Ein aktives und lebensfrohes Mädchen, das auf der Insel des Schicksals lebte. Ehrgeizig wie sie war, verlor sie höchst ungerne, aber oft zeigte sie sich auch von ihrer romantischen Seite. Nach dem Untergang der Insel fehlt auch von ihr jede Spur und sie stammt aus Final Fantasy VIII. Auch da ist sie etwas älter. Nichtsdestotrotz wird sie jetzt hier einmal gedreht, bevor es weitergeht mit Wacka. Wacka lebte wie Zora und die anderen auf der Insel des Schicksals. Unter Zoras Freunden war er zwar der Älteste, aber in keinster Weise angeberisch, sondern war immer um das Wohlergehen seiner Freunde bedacht. Nach dem Untergang der Insel ist auch er verschollen und er stammt aus Final Fantasy X, wo auch er natürlich etwas älter ist. So. Und dann haben wir noch zum Schluss die Mogris. Die Mogris, als die Herzlosen ihre Heimat besetzten, flohen sie hastig in die Stadt Traverse. Sie sind gewiefte Schmiede, die verschiedene Items zusammenschmieden und ein neues Item kreieren können. Und hatten ihren ersten Auftritt in Final Fantasy III. Und lassen sich hier ganz gemütlich drehen. So, was das wohl damit auf sich haben könnte, dass die wohl gut im Items kreieren sind, hat bestimmt nichts mit den Materialien zu tun, die wir hin und wieder von Gegnern gedroppt bekommen. Bestimmt nicht. So, und damit sind wir bei Charaktere 2, wo es zum Glück geht. Also was heißt zum Glück? Zum Glück für die Länge dieses Videos bisher nur den Eintrag zu Jiminy Grille gibt. Jiminy Grille, das bin ich. Die Grille, die Pinocchios Gewissen ist. Ich nehme als Chronist des Königshofs an der Suche teil. Und Jiminy hat natürlich seinen ersten Auftritt in Pinocchio. Und je nachdem, wie man es nimmt, eigentlich auch seinen einzigen Auftritt, wenn man jetzt so Sachen wie zum Beispiel Mickeys Clubhouse oder sowas, wo ja alle Disney-Charaktere so ein bisschen ihre Cameo-Auftritte und sowas haben, außen vor lässt. So, und damit hätten wir jetzt nur noch ein paar Herzlose, die beachtet werden wollen. So zum Beispiel der Schattenlurch. Schattenlurch taucht an vielen Orten auf und bewegt sich wie ein Schatten. Seine scharfen Krallen verletzen jedes seiner Ziele, ist äußerst hartnäckig und verfolgt ingrimmig sein Ziel. Und wir haben schon 177 Schattenlurche erledigt. Was gar nicht mal so ein schlechter Wert ist, würde ich sagen. So. Das Besondere bei den Herzlosen, tatsächlich die Modelle sind so ein bisschen am Rumzappeln, bewegen sich, sind nicht so still dastehende Modelle. Und wir wollen uns als nächstes den Klappersoldaten angucken. Verschiedenerorts anzutreffen, ist äußerst gewandt und springt sein Ziel ungeahnt und springt. Ist äußerst gewandt und springt sein Ziel ungeahnter Dinge an. So, ich weiß nicht, was ich da gerade für ein Problem hatte. Allerdings ist er auch recht eigensinnig und lässt von seinem Ziel ab, wenn er sein Interesse verliert. Tritt oft in Gruppen auf. Effektive Zusammenarbeit ist ihm aber fremd. Und wir haben schon 31 davon erledigt. Und der hat so ein bisschen, also auch nicht so ein paar Spastiken, würde ich sagen. So ein bisschen ein zittriger Kollege, der Klappersoldat. Du bist eher ein Zittersoldat. Ah, ha, ha, ha. So, dann lasst uns mal noch die Bosse bewundern. Als allererstes Schattenborn. Eine Quelle der dunklen Macht, der mit seiner Armee Schattenloche auf Zoras Insel einfiel, als diese von der finsteren Dunkelheit verschluckt wurde. Mit seinem neuen Schlüsselschwert konnte Zora ihn mit letzter Kraft besiegen, aber Dunkelheit entsteht überall, dort wo das Licht nicht scheinen darf. Und da das natürlich ein Boss ist, kriegen wir hier jetzt keine Aufzählung, wie viele von denen wir schon erledigt haben. Aber hier haben wir ihn nochmal in seiner ganzen Pracht und der Möglichkeit, ihn umzudrehen. Der dreht sich ein bisschen arg schnell. Vielleicht so ein bisschen seiner Größe geschuldet. Aber ich muss sagen, ich finde die Gegnerdesigns echt schön in diesem Spiel. Muss man ja auch mal sagen. Schöne Gegnerdesigns. Das sieht halt so als erster Boss einfach mal so richtig schön bedrohlich aus. Aber das ist was Square, wie ich finde, eigentlich sehr gut drauf hat. Und damit hätten wir noch den Panzerrüstor, der Anführer der Herzlosen, die die Stadt Traverse überfielen. Bei Schaden scheint sein Körper auseinanderzufallen, aber seine Gliedmaßen können sich frei voneinander bewegen und greifen aus allen Richtungen ihr Ziel an.
mit Hilfe von Donald und Goofy zwang Sora ihn in die Knie. Und, kleiner Funfact, dieses kunterbunte blau-rot-gelbe Design ist tatsächlich Final Mix exklusiv. Im originalen Kingdom Hearts ist der nämlich lila. Der hat zwar trotzdem auch so diese Silberornamente mit drin, aber überwiegend ist der lila im Originalspiel. Warum man jetzt... Wir werden noch feststellen, gerade bei den Bossen, Panzerrüster ist jetzt nicht der einzige Boss, der einen Recolor im Final Mix erfahren hat. Warum man die jetzt gerecolored hat, fragt mich nicht. Aber ich will mich auch nicht beschweren. Es gibt auf jeden Fall ein paar sehr interessante Recolors. Kann ja mal einfach an dieser Stelle ein Bild vom originalen Panzerrüster einblenden, dass ihr einfach mal seht, was hat sich geändert. So, und natürlich wollen wir auch den Panzerrüster einmal drehen. Mit seinem ikonischen Design und seinen herumfliegenden Gliedmaßen. Gut, ja. Und damit haben wir sie erstmal durch. Die Trio-Tex brauchen wir uns ja nicht anzugucken, denn da steht ja einfach nur, dass wir blaue Trio-Tex haben. 17 an der Zahl gibt es in diesem Spiel und wir haben bisher 0 davon ausgelöst. Ja. Dann war es das jetzt mit dem ersten Tagebuch und ich würde sagen, das nächste Mal Tagebuch lesen machen wir dann, wenn wir das nächste Gebiet dieses Spiels abgeschlossen haben. Wird dann zwar etwas weniger Einträge wahrscheinlich geben, aber das macht ja nichts. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Exkurs, nenne ich es mal, auch gefallen hat und dass vielleicht der eine oder andere dabei ist, den dieses bisschen Tagebuchlesen interessiert. Wird, mal abgesehen davon, dass man natürlich so ein bisschen Hintergrund zu den Charakteren und sowas bekommt, später, wenn wir so bestimmte Sachen bekommen, nochmal interessanter. Man mag sich vielleicht daran erinnern, wie Aris im Let's Play Donald und Goofy von den Berichten eines ominösen Ansem erzählt hat, der irgendwas wohl über die Geschehnisse, die hier, sich hier so ereignen, zu wissen scheint. Und ja, einen Bericht darüber geschrieben hat, den wir vielleicht ja mal im Inneren dieses Tagebuchs zu Gesicht bekommen werden. Und der vielleicht dann echt so ein paar sehr interessante Background-Infos zu dem Spiel verpackt. Wobei ich tatsächlich am Überlegen bin, weil die Ansem-Reports, diese Ansem-Reporte ja doch eigentlich so ein bisschen tiefer die Story aufdecken, die nicht vielleicht sogar im Let's Play vorzulesen. Könnt ihr mir ja vielleicht einfach mal eure Meinung dazu abgeben. Wird sich aber wahrscheinlich mit dem Meinung abgeben erst so richtig lohnen, wenn wir den ersten Ansem-Bericht gefunden haben. Wie Aris ja sagte, ist der verschollen gegangen und über viele, viele Welten verstreut. Und wir werden ihn erst so nach und nach bekommen. Ich denke, ich werde den ersten Ansem-Bericht einfach mal im Let's Play dann mittendrin oder wenn sich's halt dann anbietet, vorlesen. Und ja, dann könnt ihr mir da ein bisschen Feedback dazu geben, ob ihr das dann auch hier so extra mit dazu haben wollt oder eben nicht und mitten im Let's Play. Ja. Gut, wollen wir das Ganze nicht weiter in die Länge strecken, als es sein muss. Für die ganzen Tagebuch-Fans geht's dann weiter, wenn wir das nächste große Gebiet dieses Spiels abgeschlossen haben. Und natürlich hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen und ihr seid sowohl beim nächsten Mal Tagebuch lesen, als auch natürlich beim nächsten regulären Let's Play-Part wieder mit dabei. Ich sag für heute Tschüssikowski, euer Pagu.